dieses Video, Leute, habe ich eine Wette abgeschlossen mit Monte. Alles Essen bei KFC auf Madeira ist ja schon geil genug. Allerdings dachte ich mir, ich mache es noch ein bisschen spannender. Weil auf Madeira, das wollte ich jetzt schon mal, gibt es Emmentaler Bites bei KFC. Ja, ich verarsche euch nicht, Digga. Das sind so kleine Dinger, da kommt so Käse raus. Hört sich so unfassbar geil an. Und Monte allerdings hat gesagt, dass wenn die nicht schmecken, muss ich bei Twitter ein Arschlochbild liegen. Das heißt, wir können in diesem Video eigentlich nur gewinnen. Entweder wir kriegen ein geiles Arschlochbild von Monte. Oder wir kriegen was richtig Geiles zu fressen. Lasst euch mal überraschen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Eloflex ist hier und so. Nein, von Hi, ich bin Robin. Nein, von einem fetten Dämonenschwein. Wie hast du gerade meinen Freund genannt, Bitch? Ein fettes Schwein ist dein Freund, richtig fett, fett du fort, du Robo. Ich schlag dir deine Roboterzähne kaputt. Ladies, 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 es ist genug Speck für euch beide da. Ich lutsch. Ich auch. Ihr Fettsäcke, ich hoffe, euch geht's gut. Danke, dass dein dicker Arsch hier eingeschaltet hat. Heute wird hart. Es wird wirklich hart. Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Video machen. Dann gucke ich plötzlich auf Instagram und wisst ihr, ich folge jemanden, der heißt Elli Geller. Der ist derzeit der coolste Twitch-Streamer. Kennst du? Der Streamer mit den meisten Abos, wie auch immer, hat auf jeden Fall sehr viel Geld. Ah. Und dann sehe ich sein Insta-Story und denke mir so, Digga, hör auf. Weil dann kam das hier raus. AFC. Ist einfach, das ist eine 3 von 10. Junge, falls du gerade zuschaust, tu's nicht. Ich muss mal ganz kurz. Dann dachte ich mir, es ist Zeit. Tanzverbot, du musst zurückkommen auf YouTube. Weil du musst eine Ansage machen. Ansage an Elli Geller. Bist schon mal an mir vorbeigelaufen, kleiner Mann. Du gingst mir gerade so bis zur Schulter. Ja, genau, gib's ihm. Soll ich dir zeigen, was du bist? Wie ist das jetzt? Oh nee, tanze ja! Ich bin auf der Suche nach einer ordentlichen Beziehung. Okay, das geht jetzt in eine komische Richtung. Er meinte halt, KFC ist höchstens eine 3 von 10. Und ich muss sagen, Leute, ich habe ja im Dezember eine Woche KFC gemacht. Allgemein habe ich KFC mich wirklich extrem durchgegessen, aber bei ihm auf dem Tisch oder bei ihm im Bucket habe ich nur gesehen, dass er die Hot Wings gegessen hat. Und das ist so ein großer Fehler von vielen Leuten bei KFC. KFC ist an sich super, super krass lecker. Und hier auf Madeiros Funchalos, Leute, hier gibt es einfach einen KFC. Nur einen einzigen. Und ich will mit euch alles da essen. KFC bietet sowas von viel Variation. Und wir wollen Ellie in unsere Fettsackwelt mal reinlassen und ihnen zeigen, dass KFC nicht nur Hot Wings hat. Ja, Hot Wings ist zwar das beliebteste Produkt, KFC hat so extrem viel mehr. Und das Krasse jetzt hier auf Madeira ist, Leute, als Special für euch Schweine, Madeira KFC hat Sache. Es ist genau wie Burger King, Digga. Ich weiß nicht, was hier los ist. Nee, letztens McDonald's. Nee, McDonald's ist halt KFC. Ich guck da so rein. Auf einmal, die haben da Sachen. Ich will nicht zu viel spoilern. Auf einmal, sage ich mal so, es sind so Käserings gewesen. Onion Rings. Irgendwie zwei neue Burger. Dann ist hier noch was Neues da. Warum gibt es auf Madeira? Ich kann es eigentlich mal nicht fassen. Einer Insel. Teilweise krasseres Zeug als in Deutschland. Aber wir zeigen nicht nur diesen unwissenden Schwein, sondern auch Ellie, dass zum Beispiel die Burger von KFC wirklich gefühlt, glaube ich, würde sogar sagen, die besten Burger auf dem Fastfood-Markt sind, wenn man jetzt so großen Sachen wie McDonald's oder Burger King oder da ist KFC halt wirklich teilweise einfach krass. Obwohl KFC für Burger nicht mehr bekannt ist. Also kommt mit auf zu KFC, ihr Fettsäcke. Ah, Moment. Sonnenbrille an, fahr durch meine Stadt, ich geb kein Fick, 200 km/h. Und wir sind angekommen, Leute, bei Madeira Shopping. Das, Leute, ist eine Einkaufsmaus. Wirklich alles möglich, ich zeig's euch kurz mal. Und zwar gibt's hier so welche Autos. Wahrscheinlich irgendeine Leiche drin ist. Oder hier gibt's auch diesen unfassbar geilen Opel Corsa ApoReds 5 Wagen. Mach die Kamera aus, Leute. Hier gibt's zum Beispiel Zara oder Bearcash. Hier gibt's Attack on Titan Merch. Oder sogar Jutsu Kaisen. Hm? Auch für die Pokémon-Schweine gibt's hier einfach Blurak als T-Shirt. Secrets sind wohl die Geheimnisse von Frauen. Und es gibt auch Douglas, ID, Guess und auch deine Mutter. Also es ist eine coole Shopping-Mall, so ist nicht. Uns fehlt natürlich der Food-Bereich. Weil hier gibt es einfach, wie ihr sehen könnt, eine ganze Abteilung nur mit Essen, McDonald's, Burger King, Taco Bell. Und auch, was wir fetten Dinger heute wollen, KFC. Und Leute, ich zeige euch jetzt mal Karte, was da alles gibt. Das ist doch verrückt, dass es einfach genau hier bei KFC alles gibt. Und in Deutschland gefühlt nichts davon. Weil die haben einfach so Emmentaler Bites, die haben mich umgebracht. Guckt euch das an, wie gut die aussehen. Mit Käse gefüllt, Digga. Dann hier links seht ihr diese Burger. Da links unten Double Brioche, das ist ein neuer Burger. Sieht unfassbar geil aus. Wer bist du? Und hier unten haben die einfach Fries. Ich habe mal kritisiert, dass die... Ach, wisst ihr was, Leute? Wir stürzen uns jetzt mal rein. Hello, can I get... Ich habe für euch ein Bucket und noch irgendwas. Oh, warte, oh nein, das sind Pommes. Oh. Ihr wisst, die Pommes... obwohl, die sind sehr, sehr heiß. Also KFC hat keine Scheiß-Pommes, so ist jetzt nicht, aber geht ja nicht so kalt viel, oder? Wegen Pommes. Aber ich kann einfach ein bisschen essen. Ich nehme hier einen McDonald's-Pommes. Wenn ich kalt sind, dann kannst du dich eigentlich so viel in die Tonne hauen. Hallo? Das sind meine. Elias findet ja wirklich KFC ist eine 3 von 10. Wisst ihr auch warum? Weil er nur die Dinger hier holt. Hot Wings. Hier auf Madeira, wie sind sie denn? Die Hot Wings sind wirklich das beliebteste Produkt bei Madeira. Und ich hab die früher auch immer geholt. Hot Wings. An sich sind die schon geil. Auch hier auf Madeira finde ich ganz gut. Immer schon hier zu Deutschland. Alter. Sind die lecker? Oh, ich liebe KFC. KFC ist so lecker, Digga. Aber was soll denn die
die Scheiße jetzt. Ich will mir Neuheiten von KFC angucken. Jetzt muss irgend so ein Fetzer vom Essen zuschauen. Ich mach gleich weiter, warte. Aber Crispies, Leute, das ist eine Erfindung. Das hat wirklich die KFC-Welt verändert. Und zwar, guckt euch das an, das ist eine Sweet Imperial-Soße. Also Süß-Sauersoße. Und das ist ein Crispy. Hey, Leute. Was geht? Und dieser Crispy, Leute, ist knochenlos. Das heißt, du haust ihn hier schön in den Dip rein, ne? Ohne Knochen. Das ist so Hammer. Hammer. Mega. Eigentlich kannst du die Crispies auch scheißen und einfach nur diese Soße einfach nur auslecken. Wisst ihr, Gigant, der Streamer, den kennt ihr wahrscheinlich, der lebt hier auch wie auf Madeira. Der hat letztes Jahr zu gesagt in der Reaction, dass er KFC auf Madeira scheiße findet. In der KFC hat wirklich nichts hier, finde ich, mit dem KFC in Deutschland zu tun. Ich finde KFC absolut schäbig. Ich muss sagen, nicht nur, dass Madeira euch jetzt gleich alles noch zeigen werde, was für geile Besonderheiten es da gibt. Digga, die Standardsachen, sag ich mal. Sagen wir jetzt, du bist kein Experimentierhase, sondern du willst jetzt einfach nur die Standardsachen. Selbst die, eigentlich hier auf Madeira, genauso gut wie in Deutschland. Ach Gott, die Crispies sind so hammergeil. Ich finde Beschweren. Kann ich mich da normalerweise eher wenig. Was frisst du, dicker Schwein, gerne bei KFC, wenn du mal auf KFC schon mal warst? Dann schreib's mir in die Kommentare. Diese veganen Chicken. Die Crispies, Leute, haben mich wirklich im Würgegriff, weil die sind so dermaßen krass lecker. Die ist ohne Knochen und dann haust du den Dip und dann so. Ich lieb's einfach extrem, Alter. Wir machen das Video ja auch, um Ellie was zu beweisen, aber ich muss sagen, ich bin eh sauer auf Ellie. Früher war ich Fan, mittlerweile bin ich richtig enttäuscht. Aber wisst ihr, Ellie hat ein Wasser rausgebracht, ein Vitaminwasser, Vita-Wattee. Und Ellie hat da Sachen versprochen, ne? Die waren einfach gelogen. Wenn du Vita-Wett trinkst, kriegst du auf einmal einen 40 cm Puller. Ich hab nachgeguckt, Leute, es sind immer noch 5 cm. Aber bevor ich Vita-Wattee getrunken habe, sah ich so aus. Und jetzt sehe ich so aus. Sehr hässlich. Okay, dann fahren wir jetzt zum nächsten KFC, ihr Schweine. Hast du gegen geknallt? Und jetzt sind wir da. Da, Leute, bei Madeira Shopping. Ja, Leute, es gibt nur ein KFC hier auf Madeira. Das ist das scheiß Problem. Das heißt, wir müssen zu diesem KFC irgendwie 4-5 Mal, weil wir jedes Mal hier komplett erkunden, von unten, von oben, von rechts, von links, unter der Titte wollen wir gucken. Das heißt, wir müssen jedes Mal zum selben KFC und jedes Mal nochmal neu bestellen bei derselben Mitarbeiterin. Digga, die denkt auch, ich bin fett. Warum bist du so fett? Ich will gar nicht wissen, was die in der Küche da reden über mich. Hey, guck mal, da kommt wieder dieser Fettsack. Oh, der schon wieder. Aber irgendwie ist der schon süß, oder? Ja, du hast recht, der ist irgendwie richtig geil. Kannst du mal deine Fresse halten? Ich finde den schon geil. Alter, das ist meiner. Ey, verpiss dich, ich will ihn zuerst haben. Ey, verpiss dich. Weißt du was? Ich gehe zu McDonald's, ich kündige. Oh, okay, Mann, du kannst ihn haben. Leute, zweite Runde. Es ist Burgerzeit. Can we order the double barbecue cheeseburger? Gott, diese Emmentaler Beine will ich so gern haben, Mann. Aber die kriegt ihr noch. Hey, Digga, hier, komm mal, hier spielt die fette Musik, mein Freund. Weil ich habe Weihnachtsgeschenke, ein Steak. Süße Kartoffeln. Warte mal kurz. So, ich mach mal kurz auf Boost. Aber dann will ich nicht rein. Mein Gehör. Ja, ich habe Fake Pranks gedreht. So, wir haben die Burger von KFC und die sind ja nicht allgemein schon ein absoluter Geheimtipp. Die Burger von KFC sind wirklich so dermaßen mega geil. Es ist mega schade, wie Leute immer nur sagen, ja, es gibt ja nur Hot Wings. Nee, Digga, du musst gucken und essen. Aber das mache ich jetzt für dich, weil die Burger von Deutschland sind ja schon geil. Aber hier in Madeira gibt es Special Burger. Wir haben hier drei Stück. Ich fange mal mit dem dicksten an. Doppelunfall. Ja, das ist der Double... Boah, ist der klein. Weil Madeira Funchalos? Der ist jetzt aber wirklich kleiner als gedacht. Double Chili Barbecue. Aber sieht irgendwie ziemlich winzig aus. Moment, ich esse den mal. Oh, Mann. Auch das Knusprig. Guck mal hier, Bulette. Ist gar nicht knusprig. Oh nein, hab ich scheiße gelabert. In Deutschland auf jeden Fall sind die Burger immer unfassbar geil. Ich war in der Vergangenheit. Zeig's den Leuten. Null knusprig. Kein Prozent. Das ist echt schwach, Mann. Das ist ja nicht alles verloren. Wir haben ja noch einen zweiten Burger. Es gibt ja insgesamt drei neue. Mal gucken, wie es bei denen hier ausschaut. Ich glaube, das ist der Double. Der andere hieß Tower. Der andere hieß Tower. Das ist der Double. Seht, ihr habt hier zwei Schwänze. Oh, Double Fritation, Alter. Hast du dieses geile Gewürz von KFC, ja? Ihr habt es wieder gehört. Null Crispy, null dieses... Das ist meine... Ist trotzdem viel, viel besser als der Tower. Boah, der Tower war wirklich furchtbar. Crunchy gefällt mir so ein bisschen. Dieses Crunchy, das KFC so ausmacht. Dann geht Deutschland wirklich, muss ich sagen, nicht gerade extrem viel. Wir haben nämlich wirklich eine Menge miteinander erreicht. Boxmaster. Auch eine Neuheit, die ich noch nicht kenne. Ich find's geil. Guck mal, ich muss sagen, ich bin eigentlich auf dieses Video hier unfassbar heiß gewesen. Seit drei Wochen dachte ich mir so, geil, ich will auch das testen. Burger King haben wir mitgenommen, McDonald's hat auch schon gut, aber KFC halt noch nicht. Aber die zwei Burgers haben schon richtig gut reingeschissen. Das tut mir gerade voll weh, weil ich euch eigentlich so heiß machen wollte. So, oh, Geheimtipp und so. Aber Digga, die Burger waren echt nicht so gut, Mann. Das war unter Kategorie Burger. Digga, von dem ich eigentlich verarscht. Das ist ganz geil. Das ist ein Rap. Hey, Madero! Und Jallo! Cristiano! Nee, den meine ich nicht. Oh mein Gott, was soll denn die Scheiße hier? Vor allem, warum ist sie so groß? Das ist angeblich ein Wrap im Burger. Jetzt verstehe ich das. Es gibt einen Burger, der ist original und den haben sie einfach hier reingetan. Also anstatt Burgerbrot hast du Wrapbrot. Joa, dann hat das Burger zu verkaufen. Wenn es schmeckt, scheißegal, aber wir hauen mal rein. Boah, immer kurz drin. Hier ist Kartoffelpuffer. Was für eine hammermäßige Reuters-Sauce.
Das ist richtig schmackhaft. Ja, das ist eine geile Neuheit. Ein Burger im Wrap anstatt Burgerbrot. Okay, geil, Digga. Und dazu ein bisschen scharf. Nur bei den zwei anderen zwei, Digga. Sorry, da muss ich sagen, scheiße, Mann. Die haben richtig reingekackt. Boah, ich will nicht lügen, Leute. Also, ich mag es Schärfe extrem gerne, aber Digga, das ist schon richtig spicy. So Pisces, Leuten, kann ich nicht. Way too emotional. Nee, aber wirklich, das ist wirklich, boah, das ist wirklich echt scharf. Eigentlich an sich geht's ja bei KFC Krautsalat, also Kortslaw. Ihr müsst ihr eigentlich, ihr Fetzer, kennen. Ihr seid deutsch, verdammte Scheiße. Krautsalat, das ist unsere Nationalität. Wisst ihr, das Erste, was ein Amerikaner denkt, wenn er Deutschland hört, ist. Hitler. Ja, und Krautsalat. Wir Deutschen werden sehr oft mit Krautsalat zusammengehangen. Komischerweise aber, kann ich jetzt schon mal sagen, in dem KFC hier auf Madeira gibt es keinen Krautsalat. Was ist das denn? Ich weiß nicht, warum ist das so ein deutsches Ding? So Krautsalat? Ja, klar ist ein deutsches Ding, aber auch bei KFC. Aber ich muss sagen, ich hab nie drauf geachtet, aber gibt es in Amerika KFC keinen Krautsalat? Heißt doch Coleslaw. Ich muss es doch da geben, oder? Aber hier in Madeira bieten sie es nicht an. Weil Coleslaw ist halt mega gut gegen Schärfe, weil das neutralisiert die Schärfe halt. Deswegen ist es halt eigentlich mega nice und mega passend zu KFC. Aber irgendwie haben die es auf Madeira hier nicht. Vergesst nicht, Leute, ich und Monte haben hier eine Wette am Laufen. Muss ich bei Twitter ein Arschlochbild liegen? Ich bin jetzt einfach schon fast über einen Monat auf Madeira und ich sag euch, ich vermisse Döner. Und das habe ich euch im letzten Video verraten. Im letzten Video habe ich den Leuten gesagt, ey, ich vermisse mega extrem Döner. Da meinen einige zu mir, ja, dann geht doch hier Döner essen. Weil Madeira Shopping, Leute, gibt es einen Dönerladen. Ach ey, ihr Schweine, hier geht's auch einfach Döner, ne? Also auf Madeira gibt es Döner. Ah, es gibt ein Problem mit dem Dönerladen. Ich zeig's euch mal. Hello, can I have one kebab without tomatoes, please? No tomatoes, please. Ich brauche jetzt irgendwie ein schönes Örtchen, wo wir den Döner auch essen können. Boah, der Laden sieht doch aus, wie ihr perfekt seinen Döner essen könntet. Und das ist der Döner, Leute. Und ihr seht, das ist halt einfach wirklich ein ziemlich kleines Ding so. Yo, Bro, warum hat das Maßband hier eine Markierung bei 3,5? Das ist aber echt billig im Vergleich zu Deutschland. Das kostet nur 3,50. Dafür kriegst du aber auch wirklich eine viel kleinere Portion. Man sieht es gar nicht mal so schlecht aus, jetzt wo ich es von nahen sehe, ne? Hier mit schönen Chicken und allem möglichen. Aber vom Geschmack her, Leute, guck mal. Das ist diese Esse. Die Soße schmeckt irgendwie so leicht säuerlich. Chicken ist okay, aber nicht krass. Der Salat ist auch irgendwie so, In Deutschland gibt es einen Standarddöner, wisst ihr? Und dieser Döner ist wirklich sogar unterm Standarddöner. Auch für Madeira. Sieht völlig aus. Guck mal den Laden, wie voll der ist. Die Leute lieben den Dönerladen hier. Aber ich, als dickes, fettes deutsches Kind, das guten Döner kennt, muss sagen, Ey, was guckst du? Es ist okay. Gibt leichte Heimatgefühle. Aber so echter Döner sieht anders aus, Mann. Und schmeckt so anders. Ey, das T-Shirt sieht nicht schlecht aus, vielleicht kaufe ich das. Aber jetzt schnell wieder hier raus, Alter. Hey, wer frisst denn hier so lecker Döner? Hier. Ich weiß, ihr habt lange darauf gewartet, deswegen kriegt ihr jetzt die Madeira News. Herzlich willkommen zu den Breaking News hier aus Madeira. Cristiano Ronaldo zu Bayern München. Laut Gerüchten soll angeblich Cristiano Ronaldo von Manchester United zu Bayern München wechseln. Wenn das passieren sollte, wäre das ein Segen für jeden Deutschen hier auf Madeira. Digga, wenn Ronaldo wirklich zu Bayern wechselt, werde ich hier als Deutscher vergöttert. Würde ich hier alles essen umsonst kriegen, die Wohnung würde mir bezahlt werden. Please, when you see this video, please, please, go to Bayern München. I need it. I need food for free. I will blow you. I will burn my Messi trikot. Billy, I will do it. Es gab Wasser, guck mal, sag mal. Das ist schon hart, Alter, Mann. Was ist das denn? Ivanio kündigt seine Wohnung auf Madeira und hat wieder Stress mit seinem Vermieter. Diese Nachricht soll auch sehr frisch sein, allerdings möchte sich Ivan zu dem gar nicht äußern. Ja, mein Kameratermin geschickt, aber das lief leider nicht so gut. Oh nee, komm, ich will dazu nicht sagen, lass mich einfach nur. Der Junge wurde erwischt beim Fleischessen. Die Videoaufnahmen sind ein bisschen verpixelt, aber ich glaube, man kann erkennen, dass auf jeden Fall Fleisch ist. Das war's mit den Breaking News, schalte demnächst mal wieder ein, viel Spaß noch. Na, glaub mir, ich kann das nicht. The News, ich bin schlau. Ich gehe zum dritten Mal zum selben KFC heute. Digga, die denken doch, oh, ich bin schwanger. Ich habe aber jetzt ein neues T-Shirt an. Vielleicht checkt sie ja nicht, dass ich das bin. Das ist schon wieder dieselbe Mitarbeiterin. Was denkt ihr denn? Ich bin dreimal hier, oder? Hallo. Can we have the new Kentucky Fries? Ein Schoko-Eis von KFC. Das soll ein McSunday so gesagt sein. Nur mit Chicken-Geschmack. Ja, okay, nein, schön wär's. Ist ja geil, Alter. Bei KFC habe ich auf Desserts eigentlich immer sehr geschissen. Ich weiß gar nicht, KFC in Deutschland Desserts hat. Ich habe wirklich nie drauf geachtet so richtig. Das ist sogar ordentlich Schoko-Moko. Schmeckt wie ein Snack McSunday? Muss ich sagen, es ist zwar viel Schoko drauf, aber die Schokolade schmeckt echt billig. Und boah, das ist so eine enttäuschende Schoki. Lutsch! Oh, aber es schmeckt halt echt wie Plastik irgendwie. Oh. Könnt ihr euch noch erinnern, wie Burger King mich völlig verarscht hat, Leute? Die meinten, es gibt so Töpfe, also so Buckets wie bei KFC, mit richtig schönen Chicken Nuggets und allem möglichen. Das wollten wir doch alles im Burger King-Video haben, als wir Burger King hier probiert haben. So hätten die aussehen sollen. Lüge. Und ich habe gar nichts bekommen. Burger King hat mich völlig verarscht, Mann. Du hast mich enttäuscht, Burger King. Aber bei KFC ist Verlass auf KFC, weiß ich. Die verarschen wir nicht. Weil die haben im Angebot genau dasselbe. Aber halt, bei KFC gibt es ja wirklich Buckets, ne? Das heißt, du kriegst ein Bucket voll mit Pommes. Oder wenn du auch Bock hast, diese County Potatoes, dann kriegst du einfach alles reingeballert. Und genau das, Leute. Nein, die machen nicht denselben Move. Die machen genau denselben Move, Digga. Oh nee. Auf, Digga, die haben doch die Buckets da. Das wollte ich euch so gern zeigen, ne? Weil das ist auch so was Geiles. Das gibt's ja in Deutschland in der Regel nicht. Dass du so ein Bucket einfach hast, voller Pommes und die haben mir einzeln gegeben. Ach, die. Nein, warte mal kurz. Das ist eine andere Sache. Aber das hier, die haben mir kein Bucket gegeben. Digga, die haben mir so ein kleines Ding gegeben und trotzdem einen höheren Preis genommen. Ich hab hochgenommen. Die haben mir einfach nur Pommes da reingeworfen. Bucket. Anzeige ist raus. Könnt ihr mal reinschauen, ihr fetten Schweine? FC hat neue Pommes, Digga, mit Cheese. Bacon und du hast nicht mehr diese klassischen Pommes, sondern du hast das hier, eine Art Kartoffelchip. Boah, der Käse ist ja, auch schön Bacon, Digga.
Alter, diese Chips, Digga, und diese Käse sind ja Hammer. Ich sage ja auch Novo, also neuer. Ein Pommes, Digga, Alter. Absolut Hammer. Der absolut. Hallo, hallo, aufhören zu popeln. Wir haben hier solche Bällchen. Also das habe ich jetzt noch nie gesehen, auch nicht in Deutschland. Das sind Schokobällchen. Die sind auch kalt mit Schokosauce drauf. Und ich bete, hier nämlich so ein bisschen an Windbeutel. Aber wenn die jetzt noch innen drin Füllung haben, irgendwie so Schokofüllung. Oh. Mm-mm, haben die nicht, aber Sahne, das ist 1:1 ein Windbeutel, nur mit Schokoüberguss. Alter. Mm, wer Windbeutel liebt, genau wie ich. Der wird die Dinger lieben. Mm, Alter. Ey, Digga, wusstest du eigentlich, die Milchshake-Maschine auf Madeira funktioniert? Ich habe hier einfach einen Milchshake, allerdings ein Karamell-Milchshake. Ich habe euch damals bei einem Wort KFC gesagt, holt euch die scheiß Milchshake. Ich muss sagen, der von Deutschland schmeckt noch viel giftiger. Weil in Deutschland gibt es auch noch Peanut Butter und Toffifee. Das ist super geil. Hier links nur Karamell Solo. Ist sehr geil. Also wirklich super geil. Die in Deutschland sind besser. Ich würde sagen, Deutschland, Deutschland! Die deutsche Mannschaft steht im Viertelfinale. Kannst du erkennen, was das ist? Richtig, es ist eine Waffel. Mensch, ich hole sie raus. Eine Schokowaffel von KFC. Die ist so zuckrig. Ich hab den. Ich kriege gerade einen Zuckerschock. Die Waffel hat, glaube ich, besteht einfach nur aus purem Zucker. Plus noch dieser unfassbaren Schokosoße drauf. Oh, nee. Heilige Scheiße. Nein, hab das weg. Oh Gott, viel zu viel. Die hatten sogar noch Wackelpudding bei KFC. Super random. Einfach bei KFC. Ich muss sagen, ich finde Wackelpudding war immer so eine Sache. Fand ich mal ein bisschen überhyped. Weil Wackelpudding, ja, wackel. Wackelpudding nie so krass. Aber der, entweder weil der so arschsüß ist. Der ist wirklich richtig lecker. Alter. KFC auf Madeira hat einfach sogar Onion Rings. Alter. Die gibt's ja bei Burger King, aber. Oh, das ist der Hammer. Boah, Junge, was KFC denn da wieder rausgehauen? Ist auch wieder so eine Besonderheit hier in Madeira. Hammer. Finale. Ich hab euch das ganze Video drauf heiß gemacht, auf die Emmentaler Bites. Oh, gib mir endlich diesen Käse. Alter, diese Käse-Dinger, die werden wir uns jetzt sowas von reinpflücken. Und ihr merkt aber schon, es ist ein neuer Tag. Weil ich wollte gestern wirklich zum vierten Mal hintereinander zu diesem selben KFC gehen. Aber als ich hingegangen bin, haben die Mitarbeiter mich schon wirklich irgendwie abgeschreckt. Ah, da ist KFC zum vierten Mal heute. Dann gehen wir mal hin. Verpiss dich. Geh weg. Deswegen machen wir das einfach jetzt. Es ist soweit, Leute, die Emmentaler Bites. Natürlich sind genau dieselben Mitarbeiter wie gestern da. Hallo, can we have the Emmentaler Bites? Das sind jetzt die Emmentaler Bites. Also Emmentaler ist ja der Käse und die haben das einfach hier rein frittiert. Digga, KFC, die können frittieren wirklich alle. Und das wird der absolute Hammer. Bei Burger King hatten wir ja diese Gouda Rings. Was ist das hier? Glaubt ihr, das ist ein geiler Faden? Moment, wir gucken mal. Ah, auch so Mozzarella. Na, ja, nicht so geil über Burger King, aber... Oh, kennt ihr ja immer so Sandwiches, die selber machen, so einen Sandwich-Maker. Ich würde, das Käse schmeckt genauso. Also Banane drumrum. Oh ja, die ergänzt sich wirklich. Ach, Digga. Ach, Digga. Oh, diese Emmentaler. Ich liebe eigentlich Gouda-Käse und Cheese-Käse. Oh, Alter, die sind so hammerlecker, die innen drin Käsefüllung. Digga, was gibt's denn hier auf Madeira? Ich hab noch nie in Deutschland gesehen. Oh, die sind so gut. Die haben so viel Kalorien wahrscheinlich. Aber die scheiße Mutter. Die sind der absolute Krachen. So lecker käsig, innen drin mäßig gefüllt. Stell dir mal vor, irgendjemand traut sich mal, irgendjemand Burger oder KFC hier endlich mal Cheddar-Käse zu nehmen. Mit Emmentaler oder Gouda, das ist schon super geil. Krass, Mann. Das ist so gut. Ich kann es gar nicht beschreiben, ne? Die sind so käsig von jedem Käseliebhaber. Auch wenn du Laktoseintoleranz hast, scheiß drauf, isst die einfach, Digga. Du wirst zwar furzen, aber es wird das wert sein. Weil die sind so gut paniert und. Oh, salzig. Leider muss ich zugeben, die schmecken unfassbar geil. Das heißt, Monte, du hast nochmal Glück gehabt. Keine Arschlochbild. Allgemein, der KFC auf Madeira hat schon Besonderheit. Das ist jetzt wirklich das Highlight. Das hat sich wirklich gelohnt, darauf zu warten, weil das ist wirklich absolute Kracher. Wirklich hammermäßig. Das ist aber noch echt enttäuschend. Die Burger waren wirklich Katastrophe hier. Da sind die in Deutschland wirklich alle tausendmal besser. Egal, ob die hier besondere Burger haben, die in Deutschland waren wirklich besser. Aber sonst, KFC auf Madeira, schmackhaft. Alter, geil. Freut mich, man, dass Madeira mittlerweile Fast Food anerkannt ist. Von daher, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen fetten Like da, ein Abo auf den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.